Und dann am gleichen Tag hatte ich jemanden im Endzustand am Übergang stehen und der Partner an der Tür fragte mich, wie lange wird es dauern? Wird es da mehr Schmerz sein? Kann es noch mehr Schmerz geben? Können wir ihr helfen, hindurchzugehen? Also genau die gleichen Fragen. Und das ist so schön, denn es ist eine Transition. Ob man nun geboren wird oder ob man nun stirbt. In gewisser Weise ist es derselbe Übergang. Frauen mit all der Anästhesie während der Entbindung oder Leute, die sterben mit all der Betäubung und den Betäubungsmitteln, die sie nehmen, sodass sie einfach nicht mehr sich dessen gewahr sein können, was in diesem Moment passiert. Und das fand ich das Schönste an der Homöopathie, dass wir Menschen etwas geben können, dass sie sich des Übergangs bewusst sein können.